Agent 47 ist der beste Auftragskiller, den man für Geld bekommen kann. Und schon bald werden seine Dienste wieder in Anspruch genommen. Wir waren in den IO Interactive Entwicklerstudios, um herauszufinden, um was es genau in Hitman Blood Money geht. Hitman steht zwischen den Fronten zweier Agenturen. Für die eine arbeitet er, die andere möchte um jeden Preis das Klontechnologiemonopol. Und Hitman ist nun mal ein sehr gut gelungener Klon und ein sehr guter Auftragskiller, was sie natürlich sehr interessant macht. Das ist ungefähr das Grundgerüst der Geschichte. Die Hintergrundgeschichte ist aber gewiss nicht das einzig Neue, das euch in Blood Money erwarten wird. Es ist so ziemlich alles neu. Zum einen die Technik, also die Grafik, Rendersequenzen, KI und die Basic-Scripts wie Animation. Zum anderen gibt es neue Gameplay-Features. Klar haben wir viele Hitman-typische Elemente übernommen. Aber wir haben auch unzählige neue Ideen im Spiel. Es ist also eine richtig echte Fortsetzung der Serie. So kann Agent 47 jetzt klettern, an Wänden entlang schleichen oder die Körper seiner Feinde in Kisten und Schränken verstecken. Die Hitman-Spiele waren schon immer sehr anspruchsvoll. Mit Blood Money werden aber auch nicht so erfahrene Spieler ihren Spaß haben. Wir möchten denen helfen, die mit dieser Art von Spielen nicht so viel Erfahrung haben. Das machen wir auf verschiedene Arten. Wir haben einen sehr, sehr genauen Trainingslevel im Spiel, der den Spieler mit jedem Werkzeug, jeder Möglichkeit des Hitmans vertraut macht. Beim Nahkampf, wenn es dreckig wird, gibt es einige Hilfsmittelchen. Wenn man keine Waffe hat, kann man sich eine von einem anderen Charakter klauen. Es gibt neue Kampfmöglichkeiten. Man kann Gegner packen, sie betäuben oder ihnen einen Kopfstoß verpassen und weglaufen. Diese Situationen sind normalerweise sehr frustrierend. Denn man drückt nur wild auf den Buttons herum. In diesem Spiel ist es einfacher. Außerdem kann man während des Spiels bzw. vor einer Mission zusätzliche Informationen kaufen. Das ist eine Sache, für die ihr das verdiente Geld ausgeben könnt. Eine andere Sache? Ihr könnt neue Fern- und Nahkampfwaffen kaufen. Beziehungsweise eure 5 Standardwurmen aufrüsten. Hier seht ihr, was mit der MP5 möglich ist. Ihr könnt einen Schalldämpfer aufschrauben, die Schulterstütze abnehmen, damit ihr sie besser verstecken könnt, ein Zielfernrohr sowie einen Laserpointer aufstecken und so weiter und so weiter. Mit purer Waffengewalt kommt man in Blood Money jedoch nicht weiter. Man muss leise vorgehen, seine Gegner täuschen oder mit einem Schlafmittel betäuben. Denn ansonsten findet man sich ganz schnell in der Zeitung wieder. Das schadet dem Ruf, wodurch die folgenden Missionen schwerer werden. Aber keine Sorge, mit Geld kann man in Blood Money auch das regeln.